So, dann gucken wir jetzt erstmal, ob wir unseren versagenden Freund wiederfinden. So, Barbarella und Stipe höchstwahrscheinlich. Der Andri, der ist jetzt... Der andere steht natürlich da rum. Wo sollte er auch sonst sein? Und ich kann nur hoffen, dass wir unseren vermaledeiten wiederfinden. Ich weiß auch gar nicht, wie der weg sein kann. Ich weiß nicht, wie der... So eine Arschkröte, ey. Naja, wir sollten uns freuen, dass es schnell ging, ja? Es ging ja schnell, alles kein Problem. Ja gut, wundert mich nicht, dass es Max war. Wer hätte es auch sonst sein sollen? Es wundert mich, dass die keine Quest hat. Also das verstehe ich schon wieder gar nicht, dass die uns keine Quest jetzt gibt, wo die neu ist. Nein. Ihr könnt mir auch hier mal ruhig was anderes machen, ne? Ihr könnt mir auch mal ruhig hier was aus dem Fleisch machen. Das gibt's doch gar nicht. Ihr seid alles Verbrecher. Hier, wir hauen uns rein. Erstmal die Hauptmahlzeit und dann den Nachtisch. Natürlich. Und dann geht es mit der nächsten Quest. Ach, müsst ihr auch bald wieder in Kampf kommen eigentlich mit dem neuen Teleportal. Tag, Shanna, hör mal. Ich weiß, dass du gerade erst von deiner Rettungsaktion für Barbarella zurückgekommen bist, aber ich hätte deine Bitte an dich. Könntest du dieses Lager wieder aufbauen, damit es noch besser ist als vorher? Du willst Barbarella doch bestimmt zeigen, wozu du fähig bist, oder? Das geht uns allen so. Natürlich bleibt es ganz dir überlassen, was du baust und wie du es baust. Tu einfach, was du kannst, damit dieser Ort größer und besser aussieht als je zuvor. Und nicht übel, gar nicht übel. Gute Arbeit, Kumpeline. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber deine Muckis können sich auch langsam sehen lassen. Das müsste jetzt, glaube ich, Siedlungsstufe 3 sein, diese Quest. Also, ich glaube, wir hatten erst einmal, wo wir das machen mussten. Also gut, Shanna. Jetzt, wo Barbarella wieder da ist und wir das Lager auf Vordermann gebracht haben, wird Zeit, dass wir zur Sache kommen. Barbarellas Rettung war bloß der Anfang. Der Krieg wird erst vorbei sein, wenn wir den Boss der Monster in dieser Gegend losgeworden sind. Den verflixten Magmalefiz. Du weißt doch, dass Barbarella früher für einen Forscher gearbeitet hat, der Waffen erfunden hat, ja? Damals hat sie auch selber ein bisschen was drüber gelernt, wie man Waffen entwickelt. Wenn ihr die Köpfe zusammensteckt, könntet ihr vielleicht was bauen, mit dem sich dieser Flammenfritze in Stücke reißen lässt. Na los, Shanna. Unterhalte dich mal mit Barbarella. Lasst euch irgendeine Superwaffe einfallen, die diesen Magmalefiz vernichten kann. Sobald wir den Fiesling los sind, wird die Sonne wieder scheinen und wir werden glücklich bis ans Ende unserer Tage leben. Du wirst uns doch helfen, oder? Schließlich kannst du auch nicht mit dem Training aufhören, bis du alle Liegestütze geschafft hast. Jubliet, Hornhasenstick. Na also, was beschwere ich mich überhaupt? Das ist nicht das Rohe, ne? Nee. Es ist doch hell, mehr oder weniger, Freundchen. Verarsch mich mal nicht. Oh, nice! Nice! Gut. Sparbalella. Juhu, Sparbabella. So, Shanna. Die Jungs haben mir alles über dich erzählt. Danke, dass du dich um sie gekümmert hast, während ich fort war. Oh, und Stipe meint, dass du uns helfen würdest, gegen den Magmalefiz zu kämpfen, stimmt das? Du kannst nicht mit dem Training aufhören, bis du alle Liegestütze geschafft hast? Du hörst dich ja schon an wie einer von den Jungs. Danke, Shanna. Ich bin dir was schuldig. Mit meiner Erfindungskunst und deiner Baukunst brauchen wir vor überhaupt nichts Angst zu haben. Na dann, lass uns mal anfangen, was? Zuallererst müssen wir eine Waffe bauen, mit der wir die Monster von diesem Unterschlupf fernhalten können. Ich arbeite schon seit einer ganzen Weile an einer Idee. Ich habe einen Bauplan gezeichnet und sogar die Stelle markiert, an der ich das Ding aufstellen wollte. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, den Schalter zu bauen, den wir brauchen, um es auszulösen. Und da kommst du ins Spiel, Shanna. Ich muss mir dein Können als Erbauerin ausborgen. Wirf doch mal einen Blick auf diesen Bauplan, den ich entworfen habe, und überleg dir, wie du es angehen würdest, diese Druckplatte zu bauen. Wenn du einen Weg finden solltest, dann bau die Kombikanone, meinem Plan gemäß, und probier sie mal aus. Kombikanone? Shanna hält einen Bauplan für eine Kombikanone. Hört sich fast an wie Kondom, aber ich weiß nicht wieso. Druckplatte. Ein simpler Schalter, der alle sich in der Umgebung befindenden Apparate in Bewegung setzt. Aktiviert nahegelegene Fallen und Kriegsgerät, wenn man darauf tritt. Oh nein. Ein großer roter Knopf, der alle Apparate in der Umgebung aktiviert. Aktiviert nahegelegene Fallen und Kriegsgerät, wenn er gedrückt wird. Bonuspunkte plus 30. Oh nein, genau sowas habe ich eigentlich gehofft, dass es das hier bei Dragon Quest nicht gibt. Genau sowas habe ich gehofft, dass es das hier nicht gibt, weil aus dem einfachen Grund, dann kann man hier wieder verknüpfen und verbinden und kann, was weiß ich, wieder was für Dinge erschaffen und
Das will ich gar nicht. Ich will doch einfach nur Skulpturen und Gebäude und Räume bauen. Ich will nicht hier irgendwelche elektrischen Schaltkreise, womit ich, wenn ich auf irgendeine Druckplatte trete, in 5 Kilometer Entfernung irgendeine Tür aufmache oder sowas. Sowas will ich doch gar nicht. Ach man, Kacke. Naja, egal, müssen wir durch. So, hier hast du all... Echt? Ne? Sie hat die Stelle markiert, wo sie das bauen wollte. Ist das jetzt diese Stelle da? Oder ist das nicht diese Stelle da? Ich gehe... Hä? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade... Weiß ich nicht. Also hier ist nichts mal. Sie hat irgendwas davon gequatscht, dass sie die Stelle markiert hat. Ich glaube, das soll das hier sein, oder wie? So, wir müssen erstmal hier die innere Baumreihe abernten. Damit wir bestenfalls auch sehen, was wir da überhaupt bauen. So. Wir könnten das jetzt hier machen und das Pinke noch quasi unbedacht lassen. Dann müssen wir natürlich immer hier rumrennen, um... Obwohl, die Brücke habe ich ja nur gebaut, weil von da immer die Angriffe kommen. Hä? Ist das... Da die Angriffe immer von da kommen, ist das, denke ich, absolut richtig. Das sind natürlich etwas dickere Kanonen als die, die wir haben. Aber es ist nur sind das dieselben Kanonen, die wir haben? 11-mal Steinplatte. Damit sollte ich... was ist denn das? Nee, 11-mal Steinplatte sollte ich, glaube ich, haben. Wenn nicht, machen wir uns welche. Ich meine... Ich dachte gerade, da ist irgendwas kaputt. Steinplatte 11-mal haben wir. Natürlich. Natürlich, aber sicher doch. 2-mal Kanone, ja? Das ist irgendwie... Ich glaube, das wird jetzt schon schwieriger. Oder nee, die waren einfach zu bauen, ne? Ich glaube, die waren einfach. Moment. Ach nee, das war das andere Ding. Das war das andere Ding. So, was für einen Schalter brauche ich? Wo steht da oben drauf? Eine Druckplatte. Keinen Schalter, sondern eine Druckplatte brauchen wir. Bäh. Abkürzung. Abkürzung Deluxe. Eine Druckplatte. 3-mal gleich. Och nein, wieso? Will ich doch gar nicht. 2-mal Eisenbahn, 3-mal mit 1-mal. Ja. So, damit hätten wir unsere Druckplatte. Jetzt geht es nicht weiter, weil wir haben keinen... Ja, komm, wir bauen mal Metallfedern. Das soll das Problem nicht sein. Werden wir dann wahrscheinlich eh nochmal brauchen. Gelesen hatte ich das schon. Ein großer roter Knopf. Ja. So, Kanone. Nein, nein. Wärmebatterie. Doch, das geht. Wärmebatterie. Alter, wir können Wärmebatterien bauen, bis uns schwarz vor Augen wird. Bauen wir gleich mal 5. So. Aber wir brauchen noch mehr Holz. Nee, gar nicht wahr. Jetzt gerade nicht. Jetzt reicht es für 2. Dann gib her. Dann gib mal schön her. Für Community. Holz. Holz. Standard stellt 8 Brocken Holz her. Wir können ablegen, was hier... Hier kommt... Hä? Hier kommt gar nichts rein. Da kommt gar nichts rein. Ich bin so doof. Ich bin so doof, Freunde. Tut mir leid. Holz. Setzlinge. 1-mal. Stainplatten. Chedam. Chedam. Rabarbam. Ist das jetzt alles... da gehört das an die... Eigentlich hätte ich das jetzt in die andere Truhe... Naja, scheißegal. Scheißegal, wir werden schon alles wiederfinden, hoffe ich. Ja, mehr brauchen wir gar nicht. Ich habe mir leider gerade überlegt, weil ich es so geil finde. Wir bauen... Oh, jetzt sind unsere Eisenbahnen fast weg. Wir bauen doch keine Holztür. Wir müssten aber langsam auch mal weitermachen mit dem Fußboden. Ich dachte, ich habe die Steinplatten da eben hingelegt. Oh, nee. Shanna, ey. Shanna ist so bekloppt. Habe ich hier irgendwelche passenden Blockumwandler vielleicht? Fliesenbelag aus Stein? Weiß ich nicht. Strohbelag hätten wir noch. Strohbelag. Wir machen mal ein bisschen weiter. Wir machen mal ein bisschen schöner. Wir können, weil bei uns auf jeden Fall, bei uns kommen keine Steine hin. Unser Schafzimmer, da ist auf jeden Fall Stroh das Richtige. So.
Damit hätten wir das. Da haben wir Stroh, da haben wir Stroh. Da muss kein Stroh hin, ehrlich gesagt. Da auch nicht. Da haben wir schon das. Und hier auch nicht. Nee, dann brauchen wir keinen Stroh mehr. Weil Stroh in den Werkstätten und so macht natürlich eigentlich keinen Sinn. Jetzt habe ich das auch vertauscht. Nee, egal. So, her jetzt damit. So, jeweils ein hoch. Das ist gar nicht so schwierig. Bram, 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 bram. Bram, bram. Bram, 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 bram. Bram. Wann geht... Das dauert ganz schön lange, bis der wieder hochkommt. Und vor allem wüsste ich gern, was der für eine Reichweite... Geht das nur, wenn die genau da wartet? Okay. Ich will mal direkt mal testen. Also so logischerweise wird es funktionieren. So, so funktioniert das. Oh nein. Oh nein! Scheiße, das. Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Muss der direkt da dran stehen? Nee. Er muss nicht direkt da dran stehen. Okay, also es kann ein Platz Luft sein. Es kann ein Platz Luft sein und dann können wir damit um uns feuern. Das ist natürlich, ja, weltzerstörerisch gesehen ist das jetzt... Okay, die Druckplatte, ich weiß auf jeden Fall, in Terra Incognita werde ich das nicht tun müssen. Da mache ich das nicht, weil da will ich natürlich nicht dann unsere Welt zerstören. Das geht ja mal gar nicht. So, du, da. Nice. Wir haben ja voll die Kriegsabteilung. Oh, für eine Kombikanone. Das heißt, wenn jetzt von da die Monster kommen, dann können wir sie wegbrezeln. Nice. Nur leider werden die in den seltensten Fällen hier hinten rumstehen. So, wenn wir da erstmal bis auf den Boden runtergeschossen haben, dann müssen wir uns auch keine Sorgen mehr machen. Da. Mädel? Hallo? Sieh mal eine an. Gute Arbeit, Channa. Genau so hatte ich mir das Ding ausgemalt. Wenn man auf die Druckplatte tritt, werden die Kanonen abgefeuert. Das sollte uns helfen, die Viecher auf Abstand zu halten. Ja? Hm? Du wunderst dich darüber, dass ich so viel über Waffen weiß? Finde es wohl, ich war zu hübsch, um mir den Spaß draus zu machen, Sachen in die Luft zu jagen. Tja, tief in meinem Herzen bin ich genauso ein rüpelhafter Kraftprotz wie die Jungs. Wenn Leo Gali nicht gewesen wäre, dieser Erfinder, für den ich früher gearbeitet habe, würde ich immer noch rumlaufen und alles möglich mit meinem Hammer platt machen. Alles, was ich weiß, habe ich von ihm gelernt. Ich zermartere mir ständig das Gehirn, um mir alles ins Gedächtnis zu rufen, was er mir erzählt hat, damit ich es gegen die Monster einsetzen kann. Aber ich kann mich unmöglich an alles erinnern, deswegen brauche ich deine Hilfe, Channa. Was meinst du? Wenn ich dir von seinen Erfindungen erzähle, könntest du mir dann helfen, sie nachzubauen? Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, diesen Magmalefik zu besiegen, werden wir herausfinden müssen, wie man Leo Galis ultimative Waffe bauen kann. Ultimate Weapon? Art of Schwede! Und dabei werden wir zusammenarbeiten müssen. Du und ich. Was meinst du, Channa? Bist du dabei? I'm dabei, Baby. Du einmal Heilsalbe. Ja, warum auch keine Heilkräuter? Wer braucht denn Heilkräuter? Scheiß doch drauf, Mann. Verarsch mich doch. Ich war schon immer die Gepeitschte. Ja. Hier, kann weg, kann weg. Wir könnten jetzt natürlich Kombikanonen überall aufbauen wie die Bekloppten, aber nee, sowas machen wir nicht mehr. Wir bauen jetzt nicht einfach, bevor wir nicht wissen, was wir damit überhaupt... Ach scheiße, ich wollte hier doch noch sowas machen. Töpfe, hier Töpfe, hier Ledersack. Why not this shit? Why not this shit? Da, wartet. Doch, hier. Ach, wir hatten schon zwei Badewannen, dann hätte ich eigentlich doch da stehen lassen können. Ein Topf. Hier sind zwei frei. Das heißt, hier macht das... Das ist in Ordnung. Hier, oh, wir haben hier leider nicht gut Platz. Oh nein. Oh nein, das ist doch traurig. Das ist doch jetzt traurig. Wo... Oh, nein, scheiße. Ich muss hier doch irgendwo Platz für einen Tisch haben. Ist das in Ordnung? Wir machen das mal so. Es war komisch, wenn
Ist zwar komisch, wenn hier wer sitzt und da malen wir, aber ja, man kennt sich ja, ne? Man kennt sich ja, wir sind doch eine große Muskelprotzfamilie. So, ihr seid alle Säufer, habe ich mir sagen lassen. Wenn es nicht so ist, dann tut es mir leid, dass ich das erwähnt habe. Außer die Flaschen habe ich nichts zum Draufstellen, leider. Na gut. Außer Flaschen habe ich zum Draufstellen nichts, dann ist das so in Ordnung. Und der Sack, da haben wir einen Sack, hier können wir keine Säcke. Nee, das ist blöd. Das ist leider etwas blöd. Können wir den Sack hier nirgendwo hinmachen? Ich glaube nicht. Haben wir einen Sack? Wir hatten mal einen, den haben wir abgebaut, weil wir den dafür gebaut haben. Aber jetzt können wir hier natürlich wieder... Ups. Och, Mensch. Streng dich doch mal an, Channa. So, schlafen. Speichern. Ich hatte euch ja gesagt, wir speichern jetzt vor jedem Kampf, weil die ja doch schon eine ganze Ecke schwieriger geworden sind. Ich meine, jetzt mit der Kombikanone ist das alles natürlich kein Problem mehr. Einmal auf das Schalterchen getreten und gut ist der Lack. Ansonsten, ja, ansonsten können wir zufrieden sein. Wir saven einmal der Game. Was für ein Tag haben wir eigentlich? Tag Nummer 34. Wir haben einen Schutzrubin. Wir haben jetzt schon wieder so viele Ausrüstungen hier. Na gut. Save the Game. Was ist denn los? Schön. Wie? Du willst wissen, wo Leo Gali jetzt ist? Er ist nicht mehr unter uns. Er ist schon vor langer Zeit gestorben. Aber das ist jetzt weder der richtige Moment noch der richtige Ort, um über alte Zeiten zu reden. Die Monster sind offenbar nicht besonders glücklich darüber, dass du mich aus ihrem Gefängnis befreit hast. Sie sind hierher unterwegs, um mich wieder mitzunehmen. Na, wie steht's, Channa? Bist du bereit, meine Ehre zu verteidigen? Yes, I am. Schön. Übrigens, die Jungs haben dich zwar sicher schon vorgewarnt, aber sei auf der Hut vor den tanzenden Flammen. Wir können mit den Waffen, die wir zur Verfügung haben, überhaupt nichts gegen sie ausrichten. Wenn du sie vernichten willst, musst du den Trickkünstler ausschalten, der sie kontrolliert. Ich hoffe, der eine Trottel ist nicht immer noch da im Wasser drinne. Obwohl, sind alle wieder hier. So, bitte kommt auch von hier und ver... Ja. Nee, das ist... Okay. Was? Ach so, ihr könnt auch da drauf rumlatschen. Na, dann macht mal. So, ein Schnitterwinne. Ihr kommt hier nicht hoch, weil ihr dämlich seid. Hier, da kann ich mich doch locker um euch kümmern. Lauf, hier. Mach nochmal deine komische Attacke, bitte. Mach nochmal deine komische Attacke. Ah, so, geht. Nein, ich dachte, du zielst so weit nach rechts genug. Schade. Sehr schade. So, wir kümmern uns um den hier. Ihr kümmert euch um einen zu viert. Ich kümmere mich um einen allein. Warum auch nicht? Oh nein, der macht meine Treppe kaputt. Er macht meine Treppe kaputt. Motherfucker. Sehe ich das richtig? Sind hier drei Wellen? Ups. Sorry. Das wollte ich nicht. Ich wollte den Trickkünstler. Ach du Scheiße. Ich weiß irgendwann nicht mehr. Wir können hier... Vielleicht bauen wir eine riesen fette Achterbahn. Einfach nur um die Erde. Oder wir bauen einfach nur einen riesengroßen Berg. Wir bauen einen riesengroßen Berg aus Erde. Das macht aber eigentlich keinen Sinn. Weil, guck da, wir haben da Berge. Da müssen wir nicht selber noch einen bauen. So, wir müssen aber dich töten. Warte mal. Warte mal, du kleiner Halunke. Du kommst eh nicht nah ran, weil du ein Fernkämpfer bist. Oh nein, jetzt schießt er auf die Flammen da drauf. Doch, jetzt funktioniert es. Oh yes. Oh yes. Wo ist er? Hä? Hallo? Wo ist denn das dumme Schwein? Oh. So eine Bratze. Was? Und der ver... Dieser... Feige Pisser. So, ja, Hauptsache, der droppt einen groben Stoff. Was ist das denn für einer? Was ist falsch mit dem? Nein, Barbuena! Nein! Wieder vermasselt. Ach so, das war nicht das erste Mal. Da. Unschön. Der Anführer der Monster erscheint. Das auch noch. Als wenn wir nicht genug mit den Viechern hier zu tun hätten. Ich glaube, ich bin schon wieder alleine. Ich glaube, es hilft mir schon wieder keiner beim Kämpfen. Ich glaube, mein Dorf... Der Schatz... Ja.
Nice. Oh nein, du Spast! Ja, der macht gar nichts anderes. Oh nein, das wollte ich. Oh nein, der hat. Oh nein. Der hat die lilanen Dinger kaputt gemacht, die ich eigentlich nicht kaputt machen. Oh nein, wieso kann ich den denn nicht schlagen? Oh, Kacke. Guck, ich treffe den nicht. Okay, viel Schaden macht aber irgendwie. Och Mensch, das darf nicht wahr sein. Triff den doch bitte mal. So, jetzt wissen wir zumindest, wofür wir die Erde brauchen. Oh, Mädel. Aber gut, so wie ich ihn nicht treffe, so trifft der Idiot mich aber immerhin auch nicht. Immer schön auf das fette Bein. Auf das Wasserbein. Alter, wenn der hier meine Stadtmitte kaputt macht, ich glaube, dann drehe ich ab. Es kämpft natürlich keiner mit mir, aber warum auch? Warum sollte irgendwer mit mir kämpfen? Ja? Ich kann den nach hier locken und dann kann ich ihn abknallen. Nee, es ist nur noch eine Kanone. Ich hab doch selber eine Kanone hier. Tja, du bist... Tut mir leid, Alter. Du bist ganz schön... Hä? Du bist ein Versager. Du bist ein Versager. Wir müssen einfach nur mit Kanonen arbeiten. Guckt euch das an. Der kommt hier niemals her. Der kommt hier niemals her. Der wird immer zurückgestoßen und dann ist geil. Gleich haben wir eine. Versager. Wieso haben wir das denn nicht gleich gemacht? Ach du Scheiße. Guckt euch dieses Desaster an. Guckt euch dieses Desaster an. Ich meine, es wäre jetzt völlig egal, ob wir jetzt eine Mauer gehabt hätten oder den Graben. Es wäre sowieso alles gescheitert. So. Ist doch gar nichts passiert. Ist doch kaum was passiert. Oh nein. Alles kaputt. Shanna erhält ein rotes Teleportal. Ja. Scheiße. So. Scheiße. Wer bist denn du? Ich dachte, oh nein, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass hier keine Menschen mehr kommen. Tja, du Penner. Ich kroch über die Schneefelder, schwamm über den Ozean und kletterte über die Berge, nur um zur Säule des Lichts zu finden. Aber jetzt, da ich mein Ziel erreicht habe, sehe ich lediglich eine Bande maskierter Muskelmänner vor mir. Ach je, man hat mich in eine Lasterhöhle gelockt. Hä? Warte mal, du siehst anders aus als die anderen. Sag, junge Frau, was ist das für ein Ort und wer bist du? I'm Shanna Lox. Aha, ein Unterschlupf. Von hier aus will man gegen die Monster zurückschlagen? Welch wunderbare Idee. Ich heiße Barduin. Es gab eine Zeit, da ich die eisige Wüsten von Galenholm mein Zuhause nannte. Doch nun befindet sich mein Zuhause hier bei dir, Shanna. Ich bin mir sicher, dass wir eine lange und schöne Zeit miteinander verbringen werden. Meine Güte, ach du liebe Güte. Ach Shanna, genau die Richtige, um meiner Leidensgeschichte zu lauschen. Meine zukünftige Braut, eine liebreizende junge Dame namens Cecilia, ist in Galenholm zurückgeblieben. Wir waren zusammen aufgebrochen, um nach der Quelle der Lichtsäule zu suchen, aber wir wurden in einem Schneesturm voneinander getrennt. Ich sehne mich so sehr danach, wieder bei meiner Liebsten zu sein, aber ich fürchte, das ist unmöglich. Schließlich ist dieses Versteck voller pflegelhafter Kraftprotze kein Ort für ein zierliches Bäumlein wie sie. Blümlein, ein zierliches Bäumlein. Wie bitte? Du bist der Ansicht, dass Cecilia lieber inmitten einer Meute von Muskelmännern leben würde, als allein in einem Schneefeld zu sterben? Da könntest du recht haben. Von dieser Seite hatte ich es noch nicht mal betrachtet. Nun gut, mein Schuss steht fest. Ich flehe dich an, Shanna. Begib dich nach Galenholm und bring mir meine zukünftige Braut zurück. Ach, und ein paar von diesen muskelbepackten Kerlen könntest du auch mitnehmen. Die werden sich bestimmt als nützlich erweisen. Baby, warte. Danke, dass du uns geholfen hast, diese Monster abzuwehren, Shanna. Ich bin dir was schuldig. Du willst wissen, wieso die Monster hinter mir her sind? Das ist ganz einfach. Sie wollen, dass ich ihnen alles über Leo Galis Erfindung erzähle. Sie haben es auf seine Geheimwaffen abgesehen. Damit wollen sie noch mächtiger werden, als sie ohnehin schon sind. Es gibt nur einen Weg, sie aufzuhalten. Wir müssen rausfinden, wie wir diese Geheimwaffen selber bauen können und sie gegen die Monster einsetzen, bevor sie gegen uns einsetzen können.
Zuerst müssen wir irgendwas bauen, was diese Monster ausschalten kann, denen man anders nicht beikommt. So eine Art magisches Geschoss, mit dem wir diese tanzenden Flammen auspusten können. Shanna, hast du das neue Teleportal schon ausprobiert? Wenn ich mich nicht irre, bringt es dich nach Galenholm, wo das ganze Jahr über Winter herrscht. Das ist doch bestimmt der ideale Ort, um dir ein paar Blöcke solides Eis zu besorgen, meinst du nicht auch? Wenn wir Eis hätten, könnten wir Leo Garnis patentierten tanzende Flammenvernichter bauen. Komm schon, Shanna, mach rüber nach Galenholm und bring uns 10 große Blöcke von diesem Zeug. So, wir sollen hier also fette Blöcke Eis bringen. Ach, wir haben das Portal gar nicht bei uns. Wir haben das Portal ja gar nicht bei uns. Was ist denn das? Gegenstand. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Das hatten wir nicht mehr seit Trilili und Tralala. Ibiza schön, Ijuhu, Hatschalululululu. Das heilt nicht viel, das erhöht unsere Angriffskraft. Scheiße, dann sollten wir das nicht einfach so benutzen. So, Mädel. Och nein, die Schlieland-Steinplatten hat's kaputt gemacht. So, der Penner will jetzt also auch schlafen, das darf nicht wahr sein, ey. Wir platzieren erstmal hier. Wieso zeigt denn der mir das an und baut es woanders hin? Ein Portal von geöffnet. Ja, und bitte Portalium. Ja, schön. Schön für dich, Shanna. Oh, nice. Oh, Portalium. Oh, Halleluja, Hudeleddy. Wer ist Robin Hood nochmal? So. Ein Gegenstando Podesto. Direkt, wenn man reinkommt? Nee, das ist scheiße. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich eigentlich auch scheiße. Ach so, das andere waren... Ach so. Ein simples Podest zum Ausstellen von Werkzeugen und anderen Gegenständen. Ach so, hier kann man kein... Das andere hat einen anderen Namen, das hieß dann Waffenpodest oder so. Ach so. Was kommt... Oh nee. Ausstellen. Ist das jetzt sinnig, oder? Hat schon irgendwie was, nicht wahr? Oder hat das nix? Ist das scheiße? Wo könnte man denn sonst noch irgendwas ausstellen? Wo würde sich das denn an... Nee, ja, ich weiß nicht. Nee, Oh Mann. Wir müssen das alles wieder aufbauen. Das kommt in den Schatzraum mit rein, ganz einfach. Oh, die Dunkelheit wird schon wieder von einem Licht durchbrochen. Und dadurch entstehen immer Bilder vor unserem Auge, vor unserem geistigen Auge. Gucken wir mal rein, was sie so sagen. Oh, Prinzessin? Bin das ich? Nee, so sehe ich nicht aus. Endlich! Jemand ist gekommen, um mich aus meiner Not zu retten. Ach, das muss ein Traum sein. Ihr seid also der legendäre Held, der Auserwählte, der gütigen Rubis, der dieses Land aus den Krallen des Drachenfürsten befreien soll. Nun, groß genug, um den Unhold niederzustrecken, seid ihr auf alle Fälle. Möge die Göttin stets über euch wachen. Wohlan, denn mächtiger Erdwig. Ihr geleitet mich doch gewiss nach Hause zum Palast? Tatsächlich, die pennt in der Höhle, ist mir gerade das aufgefallen. Oh, mein geliebter Held, ich bin ja so glücklich. Hä? Was? Ach so, Schmatz. Ich dachte gerade Schmatzen vom Essen, aber es gibt ja auch so Bussi-Kussi, so ein Schmatz, ne? So ein Schmatz auf die Wange. Ah, da war ich gerade ein bisschen verwirrt. So.
Tja, guckt euch an, wie das hier aussieht. Das ist ja wohl die Höhe. Das ist ja wohl die Höhe, was die hier mit unserer... Mann, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Weil ich zu langsam war. Ich war zu langsam. Ich bin nicht rechtzeitig dorthin geeilt, um dem Oger abzufangen, dass er nicht die Butze kaputt macht, sondern dass ich zuerst drauf schlage und er sich um mich kümmert und nicht um unseren Fußboden. Oh Mann, was ist denn los hier? Fehlt hier... Oh nein, hier unten fehlt... Och Mann. Hallo? Wie komm... Oh nein. Nein, nein, nein. Wie komme ich hin? Das war nicht meine Absicht. Das war nicht meine Absicht. Ups. Das muss alles wieder heilen. Das hier wird das Schlafzimmer von dem Neuen. Wenn wir seine Frau holen, ist das natürlich ja super. Das wird ein Doppelschlafzimmer. Hier zwei Bettchen in die Mitte. Dann freuen sich doch die Herren und Damen. Und das Gegenstands... Die Wände sind eigentlich hier normalerweise gewesen, nicht wahr? Da hinten ist die Fertigungsstation eigentlich. Das heißt, das Podest... Die Fackel... Ach, wieso haben wir denn hier eine Fackel, Alter? Hier kommt logischerweise was anderes hin. So, da kommt dann das Podest hin. Und da können wir... Wenn wir da nicht die Angel hinstellen, können wir natürlich, da das hier ja so ein komischer Raum ist... Oh, die Holzlore? Eine Batterie? Ich glaube, eine Batterie wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Weil eine Batterie, das ist ja für unsere Dragon-Quest-mäßigen Verhältnisse hier so eine hochragende Technik da. Das kennt ja keiner. Wir packen einfach eine Batterie hin. Und hier kommt dann wieder unser Ding hin. So, ach so, ich wollte das Ding hier einsammeln. Dann haben wir, glaube ich, alles eingesammelt, was hier jetzt noch so zerstört rumlag. Wir schnappen uns mal auf die Schnelle immer helle zwei Batche. So, Moment. Die haben hier wieder sowas gemacht. Das ist sehr nett von euch. Leider nicht das, was ich mir gerade vorgestellt habe. Hier. Komm, geh rein da. Hier ist kein Batche. Haben wir hier Batche? Ach, einen Feuerspeier hätten wir ja auch noch zu bieten. Und du gehörst ja nicht rein. Mensch, Johnskin, das mal. Oh, hier ist. Das brauchen wir natürlich auch wieder. Gut. Also, ich habe natürlich einen direkten Plan. Was wollte ich denn machen? Ich wollte zwei Betten bauen. Ich habe natürlich einen direkten Plan, den ich in die Tat umsetzen werde. Wir bauen zwei Strommatratzen. Yes. Ich hoffe, das wird dann auch von den richtigen Leuten benutzt. So. Da soll das Ehepaar schlafen. So, ich werde jetzt die Aufnahme beenden. Bis zum nächsten Mal habe ich den ganzen Schund hier wieder aufgebaut. Der Raum steht. Die Löcher hier sind gestopft. Der Raum hier ist wieder heile. Aus dem Raum hier habe ich ein Schlafzimmer für zwei gemacht. Und das war's. Also ich werde nur wieder aufbauen. Ein Schlafzimmer für unseren neuen Kompagnon und seine Frau herrichten. Und mehr auch nicht, aber das müssen wir machen, weil das Aufbauen hier zusammen zu machen, das wäre schon wieder Zeitschinderei ohne Ende. Wieso kämpfen die da hinten? Wieso ist denn die da hinten und kämpft gegen den? Wieso ist die nicht hier zu Hause? Merkwürdig. Aber in Ordnung. Wir haben uns die noch gar nicht richtig angeguckt, nicht wahr? Oh, was hat die denn für ein BH? Lebensmüde? Lebensmüde? Was hat die denn für ein BH, Alter? Die ist so doof und wie will. Die hält einfach Wache in dem Tümpel. Naja, gut. Meinetwegen soll sie das machen. So, das ist ein grüner. So, dann zählen wir das Game. Ich baue alles wieder auf. Ich mache alles wieder heile für uns. Vielleicht reiße ich sogar die Brücke ab. Vielleicht reiße ich sogar die Brücke ab, damit wir Zeit haben und bau dahinter noch irgendwas anderes hin, damit wir vielleicht genug Zeit haben, mit unserer Doppelkanone alles da aus dem Wege zu reißen. Das wäre nicht schlecht. Wir saven hier the game. All right already. The game is saved. Und dann könnten wir vielleicht bauen wir sogar von dem...
von den Dingern hier zwei hin, nach da, reißen die Brücke weg, machen hier einfach aus Stein, oder wir haben so viel Erde, wir könnten einfach aus Erde hier eine 6 lange Mauer oder so machen. Und einfach, wenn die Monster kommen, dann müssen die sich erstmal durch die Mauer durchschlagen. Die lässt sich dann einfach und schnell reparieren und wir knallen ihn derzeit einfach ab. Da, obwohl wir würden wahrscheinlich selber durch die Mauer durchschießen, ne? Ich sag mal, wenn wir hier immer eine 2er Höhe machen würden, das reicht ja schon aus, dass sie nicht hochspringen können. Höher machen würde ja gar nichts bringen. Wenn wir so eine Mauer hätten. Wenn wir so eine Mauer hätten, das würden die nicht kaputt machen. Na toll, das sehe ich. Da geht's auf jeden Fall rüber. Wenn Monster kommen, dann machen wir die Mauer vielleicht ein bisschen kaputt, aber trotzdem haben wir dadurch Zeit. Das heißt, das mache ich. Das mache ich. Ich werde alles reparieren. Ich baue hier zwei von diesen Kanonendingern nebeneinander. Wir haben ja quasi bis hier eigentlich Platz. Dann reiße ich die Brücke ab. Das hier kann ich ja für uns da lassen. Dann, dann kommen die Monster nicht, aber wir können trotzdem hier rein und raus hucken, bauen hier Erde hin. Und dann, wenn die Viecher kommen, dann knallen wir die einfach ab, diese Vermaledeiten. Ja, genau so werde ich es machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an Let's Play Dragon Quest Builders. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Haut euch wieder aufs Ohr. Und ciao. Ciao.